Keine Messe vor Ort in Dortmund. Das heißt aber nicht, dass die Tabak-Community nicht zusammentrifft. Die Tabakwarenbranche trifft sich auch im Herbst 2021 und das bei Smokers TV in unserem Messeschaufenster. Unser Messeschaufenster zum 16. Mal. Und das haben wir in 14 Jahren zusammen mit in der Tabak gemacht. Und jetzt kann ich noch sagen, willkommen im Messeschaufenster 2021, lieber Jörg Werker von STE Dupont. Ja, erstmal hallo Peter. Danke erstmal, dass wir auch dieses Jahr wieder am Messeschaufenster teilnehmen dürfen. Die Intertabak findet ja dieses Jahr leider nicht statt und deswegen bin ich froh, dass Smoker News uns die Möglichkeit gibt, hier wieder im Messeschaufenster daran teilzunehmen. Das machen wir Vielen Dank. gerne und wir freuen uns, so einen prominenten Partner hier dann begrüßen zu dürfen. Und jetzt fange ich mal mit der Frage 1 an. Filigranes und edle Produkte, dafür steht die STE Dupont seit vielen Jahren, seit mehr als 100 Jahren und nicht nur bei Feuerzeugen. Starten wir doch einmal mit einem Highlight für die Habaneros-Fans. Die Partnerschaft mit Cohiba wurde auf höchstem Niveau ausgelebt. Ein tolles Gesamtpaket für Aficionados und Aficionadas geschnürt. Kannst du das an dieser Stelle noch ein bisschen detaillierter für uns anreißen, was da auf den Markt gebracht wurde? Ja, sicher. Also du siehst es ja schon ein bisschen im Hintergrund. Also wir sind dieses Jahr auch wieder froh. Wir hatten ja letztes Jahr die Partnerschaft mit Cohiba und sind froh, dieses Jahr auch wieder die Partnerschaft mit Cohiba weiter fortzuführen. Dieses Jahr 55. Geburtstag von Cohiba und wir haben da die passenden Accessoires auf den Markt gebracht, dieses Jahr im Juli. Und wir haben halt, es hieß es im Hintergrund, kann ich es ein bisschen erkennen, halt hier drei sehr schöne Feuerzeuge auf den Markt gebracht. Ein Legrand-Feuerzeug, ein Linie-2-Feuerzeug, ein Megajet-Feuerzeug. Und hier sieht man es auch, ein X-Cutter, ein sogenannter X-Cutter, wo man auch die Zigarre ablegen kann. Zusätzlich haben wir dann noch zwei schöne Zigar-Case in Stahl gebürstet, in Goldoptik mit einem Lederdeckel. Und was wir auch noch dieses Jahr auf den Markt gebracht haben, das werden wir jetzt erst im Oktober bringen, halt einen passenden Humidor Cohiba mit dem Cohiba 55 Dekor für 100 Zigarren. Spannend. Also da sind wir ganz stolz drauf, halt diese Sachen halt dieses Jahr zu präsentieren. Schön. Dann schreiten wir mal von der Cohiba zu einer neuen Limited Edition, die von der Raumfahrt und der Erforschung des Weltalls ja sozusagen bestimmt ist. Wir haben ja zurzeit viele Weltraum Urlauber, die unterwegs sind, aber ich Genau. denke. Ich denke mal, ihr seid der Zeit ewig voraus und die Space Odyssey, die ihr auf den Weg gebracht habt, ist eine wirklich filigrane Geschichte auch wieder. Und wie setzt sich diese Kollektion zusammen, Jörg? Ja, also folgendes. Also wer hat schon mal nicht davon geträumt, halt in den Weltraum zu fliegen und das Universum zu besuchen, wie jetzt im Augenblick halt schon die ersten Touristen das machen. Und wir haben da wirklich eine sehr schöne Limitierung auf den Markt gebracht. Zum einen haben wir diese Limitierung besteht aus zwei verschiedenen Prestige. Einmal die Prestige-Limitierung und einmal die Premium-Limitierung. Die Prestige-Limitierung beinhaltet das Feuerzeug und was sehr schön ist, mit Palladium, China-Lack halt und filigrane Gravurarbeiten. Das Feuerzeug hat sogar ein eigenes Radar, was man aufklappen kann. Und die ganze Limitierung ist limitiert auf 999 Stück. Dann haben wir das Ganze dann halt als Smoking und als Writing Kit auf dem Markt. Beim Smoking Kit haben wir das Feuerzeug, das zusätzlich dann noch einen Ständer hat. Das sieht so aus wie ein Weltraumroboter halt. Und zusätzlich noch einen schönen Aschenbecher. Und das Highlight dieser Edition ist der Collector. Das ist das absolute Must-Have. Das ist im Endeffekt das Zusammenspiel, das Schreibgerät, das Feuerzeug, der Aschenbecher und als Zusatz noch zwei beziehungsweise ein paar Manschettenknöpfe, die kleinen Astronaut aussehen, wie so kleine Astronauten aussehen. Damit Eine also wunderschöne Limitierung.
Wenn wir da von der Limitierung sprechen, wie viele Stückzahlen werden da so auf den Markt gebracht? Also von den Prestige-Feuerzeugen, sage ich mal, das Feuerzeug alleine, da wären wir 999 Stück, sind auf 999 Stück limitiert. Das Smoking Set und das Writing Set ist auf 399 Stück limitiert, genauso wie auch der Collector. Dann haben wir ja noch die Premium-Version. Die Premium-Version, davon haben wir 2100 Stück, also auf 2100 Stück limitiert. Und die Premium-Version ist auch eine sehr schöne Limitierung im Endeffekt mit Palladium und blauem Chinalack. Also wirklich sehr tolle Produkte. Also, was ich so gesehen habe aus der Entfernung, macht das richtig Laune und da kommt richtig Kreativität rüber. Bleiben wir kreativ. Wertvolle Zigarren brauchen ein adäquates Zuhause, habe ich mal so vorgeschlagen für den dritten Fragepunkt heute. Ja, Humidöre, die ihren Auftrag als Zigarrenaufbewahrung bestens erfüllen und gleichermaßen aber auch in Haptik und Optik den Zigarrenliebhaber begeistern. DuPont präsentiert 2021 neue Humidore. Einer ist Ganz schon genau. angesprochen, aber es gibt ein ganzes Paket bei euch. Ja, also zur zweiten Jahreshälfte, die bei uns ja im September normalerweise zu Intertabak anfängt, haben wir vier neue Humidore, die wir auf den Markt bringen. Einmal halt einen schönen Cigar Club Humidor, der ist halt mit 100 Zigarren. Dann haben wir eine größere Version von dem Cigar Club mit 150 Zigarren. Und als Highlight haben wir wirklich zwei sehr große Humidore. Der eine ist für 250 Zigarren und der andere für 400 Zigarren. Das Schöne ist daran halt, von der Optik sehen die Humidore von außen aus wie ein klassisches Linie 2. Also wirklich gearbeitet mit dem schwarzen Lack. Und an der Seite sieht das aus halt wie die Antriebswalze. Wenn man von oben schaut, würde man sagen, man hat eine Linie 2 vor sich liegen. Also zwei wirklich eindrucksvolle Humidore, auch von der Größe her. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend, dass haben wir die Zigarren entsprechend abgelegt, zumindest im Humidor zur Aufwärmung. Ja, dann wird die Zigarre geraucht. Wohin mit der Asche? Wo legen wir die braune Freundin ab, wenn wir unsere Zigarre rauchen? Da habt Ja, ihr da. wahrscheinlich wunderschöne Angebote, ne? Ganz genau. Da sind wir auch dieses Jahr halt, seit langem haben wir wieder vier sehr schöne neue Aschenbecher auf dem Markt. Und zwar habe ich auch mal einen hier dabei. Und das ist hier der Havanna Aschenbecher. Ja, wie du sehen kannst. Ich fühle mich zu Hause. Dann haben wir noch das Motiv Skull, also mit Totenköpfen, auch für diejenigen, die halt mehr darauf stehen, halt dann noch einen in Kroko und einmal auch zum passenden Humidor halt, Cigar Club, haben wir auch nochmal den passenden Aschenbecher. Alle Aschenbecher werden sehr wahrscheinlich Ende Dezember, Anfang Januar auf den Markt kommen und liegen bei 290 Euro. Schöne Modelle, macht richtig Freude. Also, Ja. ich fühle mich angesprochen. Jetzt haben wir eigentlich einen falschen Sprung gemacht. Wir sind beim Aschenbecher, aber vorher muss man eine Zigarre ja auch anfachen. Haben Sie Ja. anzünden. Ihr habt bestehende Feuerzeugmodelle so ein bisschen ins Facelifting genommen, ein bisschen was daraus gemacht. Um welche Modelle handelt es sich da bei euch? Die Modelle sind im Endeffekt gleich geblieben. Wir haben aber im Bereich halt Megajet, Slim 7 und Mini-Jet haben wir neue Farben auf den Markt gebracht halt. Und die habe ich jetzt auch mal hier mal mitgebracht halt. Ja, das zum Beispiel ist das klassische Megajet-Feuerzeug mit der breiten Flamme. Ja, 2 Zentimeter breite Flamme, optimal halt für das breitere Zigarrenformat und in einer schönen Farbe halt, nämlich Kupferbrushed. Ja. Dazu gibt es halt auch das passende Slim 7 oder wie hier auch das passende Mini-Jet-Feuerzeug. Dann halt haben wir eine Gold-Version auf den Markt gebracht, wo ich halt nur diesmal halt das Slim 7 mit hier habe. Auch Gold ist mittlerweile eine Trendfarbe geworden. Und dann haben wir inspiriert halt durch die Autoindustrie. Ja, wenn man so die Autos sieht in Amerika, die Supercars sieht, die haben alle diese Mattfarben, matt-orange, matt-khaki halt. Und deswegen haben wir auch halt passend
Das Megajet, Slim 7 und auch das Minijet, Entschuldigung, nicht Minijet, sondern das DFI-X Extreme in den Farben Orange und auch Khaki. Ja, so haben wir unsere Farben etwas erweitert dieses Jahr. Natürlich haben wir auch zwei neue Linie 2 auf dem Markt, auch halt mit dem klassischen Kling. Jeder kennt es mittlerweile. Ja. Der sehr schöne Ton, ja. Und ja, so runden wir halt das ganze Paket halt ab. Ja, ne, rundes Paket, auch ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht, wenn ich das gerade mit Orange gesehen habe. Dann natürlich die Klassiker in der klassischen Farbe. Ja, da würde ich mal sagen, ja, Habanos Day, Präsentation vor Ort. Es ist wieder richtig Programm angesagt in der Branche. Der Austausch mit dem Handel ist ja ein wichtiger Faktor für euch und die Endverbraucher wollen auch viel wissen. Wie bekommt ihr das alles so unter einen Hut? Kleine Mannschaft, großer Auftrag, ne? Ja, ganz genau, kleine Mannschaft. Aber gerade solche Events wie der Habanos Day sind für uns ganz wichtig, um mit dem Handeln und auch natürlich mit dem Endverbraucher in Kontakt zu treten. Und ich bin froh halt, dass jetzt seit August diesem Jahres halt wir unser kleines Team um einen weiteren Außendienstmitarbeiter vergrößert haben, der für den Bereich Norddeutschland zuständig ist, Nordost-Westdeutschland zuständig ist. Und so können wir jetzt auch wieder gezielt halt mehr unserer Kunden und auch, sage ich mal, solche Kundenevents dran teilnehmen, um unsere Produkte wieder mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Für die Öffentlichkeit sind wir auch hier zuständig und helfen gerne an dieser Genau. Stelle. Natürlich, das ist ein Austausch, der ja auch wichtig ist, dass die Endverbraucher als auch die Händler sich über entsprechende Medien austauschen können. Jörg, hast du noch eine ganz kurze Message für den Handel und für die Fans von Ja, STG also ich kann nur sagen, dieses Jahresabschluss? Jahr, genau, zum Jahresabschluss starten wir die Raketen. Wir haben die passenden Accessoires dazu, Space Odyssey, wir fliegen in den Weltraum. Und eins noch dazu gesagt halt, nächstes Jahr wird ein sehr spannendes Jahr, denn nächstes Jahr wird unser Haus 150 Jahre alt und da bin ich selber gespannt, was wir an schönen Produkten nächstes Jahr dann auf den Markt bringen werden. 150 Jahre STDPO, da haben wir ja wahrscheinlich jeden Monat ein Interview, wir beide. Da gibt es auch viel zu berichten. Für heute sage ich vielen Dank für das Gerne. informative Gespräch mit dir, für die Highlights, die du rübergebracht hast. Eine gute Zeit fürs Jahresendgeschäft. Vielen Dank, Jörg Werker. Danke dir. Bis dahin.